Ja, geht nicht anders. Mal ein bisschen überzogen von der Fahrzeit. Aber, wie gesagt, keine Parkmöglichkeit. Jetzt muss ich mir kurz mal eine Aspirin reinpfeifen. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen habe ich. Jo, das Coole ist, wo ich hier stehe, es ist hier auf der Brücke kurz, also Fahrtrichtung von Frankfurt nach Kassel, ist das kurz nach Taunusblick. Und ich stehe hier auf einer Brücke und wenn der Verkehr lang fließt, dann wippt das so schön. Ich fühle mich gerade wie so ein Baby, was in den Schlaf gewippt wird. So. Mal ein bisschen die Augen zu, halbe Stunde und dann geht's weiter. Und dann hoffen wir mal, dass der Verkehr da draußen. Upsa! Der Arktis hat aber kurz mal genickt, dass der Verkehr weg ist in einer halben Stunde. Was ich zwar nicht glaube, aber naja. Es kommt nie alles angefahren. Wieder drin im Laster. So, wollen wir mal gucken, was die Pause sagt. 31 Minuten. Timing. Paar Exe. Was? Achso, Getriebe ist. Ja. Komm. Geil. Wir haben immer noch 22 Kilometer Stau. Minuten Verzögerung. Verdammt. Jetzt wurschteln wir uns zurück auf den Hof in die Firma. Gucken wir uns wieder einfädeln in den ganzen fließenden Verkehr hier. Gentlemen, start your engines, lights on, Gang ist drinne. Wollen wir mal losjürgen hier. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Ah, nö. Der schon mal nicht. Aber der da hinten. Der passt uff, der Kollege. Sehr geil. So, lässt mir das Auto schon rein oder lässt mir das Dach hier rein? Er lässt erst eine riesen Lücke, wo ich dachte, ich könnte rein. Nein. Ah, ein Autofahrer mal wieder. Oh, jetzt geht's aber zügig hier. Ah, ja, ich komme doch. Kumpel, hier ist ja richtig Action gleich. Oh, da kommt Blaulicht. What's going on? Oh, sehr langsam. Oje. Ich glaube, es ist einspurig hier. Weil normal die Spur hier ist gesperrt. Also war noch, wo ich auf den Parkplatz gefahren bin. Siehst du hier, guck dir mal den Kollegen an. Erst nach rechts. Jetzt wieder nach links. Also. Träumerchen. Ja, drüben geht's auch ab.
So, juhu! Was ist mit dem Fenster los? Knarzt vor Kälte. Mein Gott. Ja, ihr seht's, Herr Kaloin, 90 liegen an. Autobahn ist soweit frei, auch wenn das Navi vor mir hier noch 25 Minuten what the fuck anzeigt. Oh, really? 17 Minuten hinterm Bad Homburger Kreuz. Och, Leute. Kann ich hier rüber? Ja, danke. Ja, die Freude hat nur kurz gewährt. Verdammt! Junge, muss ich sogar mal einen Akku wechseln? Alter, ich vlog mir heute eine Naht zurecht. Das ist ja, mein Gott, ja. Also, wie gesagt, nächster Stau. Da vorne blinkt doch was blau. Aber wie gesagt, diesen Stau, den Grund, den kenne ich ja, weil ich vorhin hier lang gefahren bin. Der eben gerade, der Stau, das sah auch nicht gut aus. Da hat sich wieder zwei LKWs lieb, keine Verformung. Sah nicht so toll aus. Und hier müsste eigentlich die Unfallstelle eigentlich geräumt sein. Vorhin ging es einspurig dran vorbei. Gut, so. Was ist hier? Der hat eine Panne, wie es aussieht. So. Navi sagt mir jetzt. Alles klar. Gucken wir aus dem Fenster. Wir sehen da was anderes. Naja, vielleicht kann man Navi in die Zukunft gucken. Ich weiß es nicht. Genau wie ich. Auch der Kollege musste zwangsweise auf dem Seitenstreifen stehen bleiben. Also Seitenstreifen ist hier nicht freigegeben. Und ihr seht es, leider, oh, da, siehst du, Gruppenzwang. Wie die Lemminge. Oh, da fahren sie lang, da mache ich auch. Es läuft. Durch. Zwei Unfälle, zwei Staus, Verkehrschaos rund um Frankfurt, aber es läuft. Jetzt habe ich freie Bahn mit Marzipan. So, Ankunft Firma. Da ist sie. Juhu. Lieben Leute, ich habe es geschafft. Na, was hat geschafft? Noch nicht ganz. Ich bin in der Firma auf unserem Aufliegerplatz. Ich nehme dann diesen Auflieger, fahre am Ort, mal Feierabend. So, ihr kennt das Spielchen. Aussatteln, oft genug gezeigt. In dem Sinne, ich bin raus. Euer Falco. Mir wird gleich schlecht. Ciao.